Patronen habe, steht 38. Na komm, was soll's. Hallo schon meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von 7 Days to Die. Ja, wir hatten heute vor, uns mal damit zu beschäftigen, uns ein bisschen Panzertapes zu besorgen. Das werden wir auch machen, das heißt, wir werden jetzt gleich mal irgendwie versuchen, den Baumarkt zu durchsuchen. Das jetzt aber erstmal die unwichtigen Sachen hier, das baut gerade auch noch nicht. Die Leitern behalte ich mal. Ja, die Erde kann ich gleich nach unten schnell entsorgen. Vielleicht finden wir unterwegs auch noch was zu essen. Wir haben zwar in der letzten Folge Essen gefunden, das will ich aber jetzt erstmal als, wenn es jetzt mal Notnahrung, behalten. So. Wir gucken, dass wir jetzt hier... erstmal alles, was wir auffüllen können, auffüllen. Und werden dann, denke ich mal, auch direkt loslaufen, dass wir keine Zeit verschwenden. So, den einen Baumarkt hatten wir, also halbwegs abgegrast, da hatten wir jetzt nichts Brauchbares. Wobei, wir waren noch gar nicht so wirklich weit. Wir gucken uns den mal komplett an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ist sehr groß, aber wir können es ja trotzdem machen. Ich meine, die Mauer, die kommt ja schon mal ganz schrecklich, weil da vorne ein Schicksal ist. Vermute mal, weil es nicht bewegt hat, ist das tot. Aber ich hätte da auch einen. Dachte ich mir. Der ist nämlich nicht tot. Ah, uhu. Ah, hier ist einiges los. Ja, davon habe ich schon 15 Schuss. Ein bisschen zu wenig. Hallo? Oh. Okay, hier ist doch ein bisschen mehr los, als ich dachte. Patronen habe ich schon 38. Na komm, was soll's. Das Problem ist gut. Dass wir jetzt irgendwie alle wach werden. Ich habe Angst, dass ich doch von hinten angegriffen werde. So, hier ist noch eins, hier auf jeden Fall drin. Wo ist das denn? Wahrscheinlich in dem Ding hier, ja, da. Was denn? Oh, noch zwei. Oh, Junge. Ich wollte gerade sagen, bist du noch nicht tot? Ja, nicht genug Ausdauer. Das übliche Problem. So, der ist tot. Was für eine Geburt. Hier irgendwas drin, was man gebrauchen kann? Ja. Da drin. Könnte sich was finden lassen.
Vielleicht nicht unbedingt alles, was ich brauche, aber ein paar Bücher vielleicht. Naja, sowas ähnliches zumindest. Versandkiste, da könnte man auch Glück haben, dass da was drin ist. Naja. Nicht so ganz das, was ich erwartet, gehofft hatte, aber besser wie nichts. Haben wir hier irgendwas, was man entnehmen kann? Nein, ich brauche Panzer. So, aus Erfahrung ist es natürlich immer gut, wenn wir einen Rückzugsweg haben. Den sichern wir uns jetzt erstmal. Manchmal hat man ja Glück, man findet auch was. Da war noch irgendwo einer gerade gesehen. Von der Seite bin ich, glaube ich, schon mal gekommen. Das trinken wir, das trinken wir. Was hat man hier? Okay, hier ist irgendwo was. Manchmal ist dieses Rumgetrampel echt nicht verkehrt. Weil dann deckt man die ganzen Viecher direkt beginnend auf. Kriegt keinen halben Herzinfarkt, wenn die hinter einem stehen. Manchmal. Ja, da ist auf jeden Fall noch was. Leute, ich brauche nur ein bisschen Panzerfeld, nicht mehr. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass da gerade eben ein Zombie lag und jetzt keins mehr gibt. Ja, ich glaube, da gehe ich außen rum. Das machen wir anders. ja. Es gibt Dinge, die muss man nicht vorher testen. Aber vielleicht werde ich erst noch schnell. Den Baum hier weghacken. Das hat den Hintergrund. Ich sehe halt nichts, wenn ich durch dieses Gebüsch laufe. Und bei meinem Glück laufe ich dann plötzlich in so eine Zombie-Horde rein. Ja, und ich bin wieder so langsam, weil keine Ausdauer. Und überladen. Machen wir jetzt noch erst hier weiter, können wir nicht, weil wir da noch ein bisschen mehr skillen müssen. Bergarbeitermeister. Oder gucken wir, dass wir direkt. Ja, wir nehmen uns mal ein bisschen mehr. Ich habe jetzt quasi diese Packese gespielt. Das bedeutet, dass wir jetzt ein bisschen mehr tragen können. Das seht ihr auch direkt, ich laufe direkt schneller.
Also rein theoretisch müsste ich hier in dieser Stadt alles finden, um mir auch direkt ein Pocketbike zusammenzufassen. Rein theoretisch. Also ob es wirklich so klappt, weiß ich nicht. Fakt ist aber, ich werde jetzt erstmal die Sachen wegkriegen, so langsam. So eine Katastrophe. Ja, keine Ahnung. Das ist das, was mir wirklich wenig Spaß macht. Immer dieses Problem mit, die extremsten Probleme mit der Ausdauer. Das Fernsehen. Trübes Wasser müsste man aufkochen. Manche Sachen können wir noch, diesen Käfer zum Beispiel. Da haben wir jetzt 6 Stück von. Guck mal ganz kurz. Bahn. Dafür brauchen wir einen Kleber und ein Stofffetzen. Das heißt, ich kann das Zeug jetzt selbst herstellen. Das heißt, wir packen das noch schnell weg. Nehmen uns jetzt die Stofffetzen und den Kleber. Und stellen noch 2 davon her. So, rein theoretisch müsste ich jetzt alles haben. Schmiede. Steine. Hammerin. Lehmboden habe ich genug. Leder. Hebeball. Gut. Einzige, was noch fehlt, ist Leder. 5. Oh, komm, komm. Erstellt. Ein Stück Leder fehlt mir noch. Ja. Gut, dann werden wir mal gucken, ob wir irgendwie. Noch jeder von irgendeinem von diesen Dingern hier was bekommen. Das ist Stoff, da haben wir kein Glück. Entschuldige, habe ich schon gar nicht gesehen. Hier haben wir wieder diese 2 Rezepte. Etwas Glück ist, da ist diese Couch hier, nämlich eine Geda-Couch. Es ist eine Geda-Couch, sehr schön. So, und jetzt müssten wir eigentlich. Achso, nee, 7. Auf 10. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja noch ein bisschen. Ich glaube, hier drunter ist noch. So. Und wir können uns unser erstes Schmiede herstellen. Super. Glaubt mir, Leute, das ist viel wert, so eine Schmiede. Die stelle ich aber tatsächlich jetzt schon direkt in den Keller rein. So. Hat einfach den Hintergrund, da ich eh hier unten alles hinbauen will. Das Pilze. Ich würde einfach mal behaupten, dass wir hier der Wand Chancen haben, dass da nicht direkt ein Zombie alles kaputt haut. Gucken wir mal an der Wand anfangen. Wand, Kiste. Gut. Wir haben jetzt noch nichts, was wir halt wirklich aktuell groß ein nutzen können, um uns irgendwie was zu bauen. Also uns fehlt eigentlich noch alles, was
geht von Amboss los, Gasebike geht uns noch. Aber wir haben zumindest schon mal was. So, da baut jetzt Steine raus. Und wir können damit was machen aktuell? Keine Steine und Zement, das ist nicht viel. Lehmboden, Zement, Stein. Eigentlich bräuchten wir sowas wie... Scheiße. Die kann man nur in den Betonmischer machen. Das heißt, wir bräuchten auch noch einen Betonmischer. Bam, bam, bam. Den kann ich natürlich... Zementmischer? Noch nicht herstellen, weil der Bauplaner fehlt. Das ist schade. Aber wir können uns Pflastersteine bauen. Das ist schon mal viel. Was können wir nutzen? Pflastersteine können wir nehmen. Die halten zumindest ein bisschen länger. Gut, dann geht's wieder raus. Dann gucken wir, dass wir hier noch schnell aufgeräumt bekommen. Das Problem ist, ihr seht selber, ich krieg halt nicht die XP, wenn ich hier irgendwie Gartenarbeit mache oder ähnliches. Das ist noch etwas schade. Die Ausdauerregeneration. Oh. Oh, wir müssen jetzt aber schnell gewachsen. Die Ausdauerregeneration ist auch noch nicht die beste. Das bedeutet, ich muss noch arbeiten. Hier hoch. Jetzt habe ich den Sprung aber direkt geschafft. Es bleibt mir nichts anderes übrig, wie was zu trinken. Und was zu essen. Dummerweise reicht das nicht mal ansatzweise. Sehr hungrig, bin durstig. Ja, kriegt er nicht. Na komm. Das größte Problem ist halt immer noch, dass ich noch nicht habe, womit ich arbeite. Oh. Ich hätte die Bäume vielleicht woanders hinpflanzen sollen. Ich sehe hier gar nichts mehr, was auf der Straße los ist. So, den Reben nehmen wir jetzt erstmal dafür. In dem Fall jetzt gerade, dass wir uns gleich Pflastersteine herstellen können. Oh, keine Steine mehr. Na gut, aber das ist das geringste Problem. Steine müssten wir eigentlich überall hierher bekommen. Oder auch nicht. So. Gut. Knoten hat man dann auch noch Pflastersteine, die man nehmen kann. Fällt mir gerade so ein. Aber ich glaube, ich habe irgendwas anderes gerade kaputt. Das klingt nicht wie Stein. Wollte ich noch sagen.
So, Pflastersteine. Drei Stück kriege ich hin, weil drei Steine. Grabstein hier direkt noch mit weg. Das muss auch noch alles weg hier. Ich würde sagen, wir stellen schon mal ein paar Pflastersteine her. Besorgen uns noch ein paar Steine. Dann will ich mal kurz testen. Genau, kann dann hier direkt schon mal. Problem ist, es ist teuer. Ihr seht selbst, ein so ein Ding kostet mich 10 Pflastersteine. Und ich habe gerade erstmal 18. Heißt, ich muss jetzt erstmal viel farmen. Farmen und ja. Das wahrscheinlich noch mal 38. Die Bäume sind noch nicht voll ausgewachsen, kannst du mir noch nicht sagen. Die Kommunikationsmast müssen wir auch mal bald entfernen. Ist die Bewegung, wo besorge ich mir die Steine her? Mache ich das unten? Und buddel mich direkt nach ganz unten durch, was ich persönlich für sinnvoll halte. Ich repariere schon mal die Schaufel. Ja, ich glaube, das macht man. Und dann muss ich jetzt noch überlegen, dass die Straße ist. Dann nehmen wir das mal wirklich als Grundstücksgrenze. Fangen von hier aus auch direkt an, uns Dach zu besorgen. Durch Sand. Und Stein. Und je nachdem kriege ich sogar noch Rebenboden daraus. Das ist natürlich noch mehr wert, weil dann kriege ich noch mehr Pflastersteine, die ich herstellen kann. Ich habe direkt eine gewisse Art von, ja noch nicht viel, aber eine gewisse Art Graben zu verteilen. Damit wir das direkt richtig machen, machen wir direkt zwei breit das Ganze. Dann sind wir gleich drei, dann können wir nämlich schon noch eins runtergehen. Weil hier ist das so, dass die Zombies immer den Weg des geringsten Widerstands laufen. So, wenn ich jetzt gleich hier irgendwo einen Eingang freilasse und hier zwei tief runterbuddel, kommen die eigentlich hier durch erstmal. Was ja zumindest mal irgendwie ein Vorteil ist. Werde ich aber vorne am Haupteingang machen. Das ist Spaß. Ja, hier geht es nämlich noch eins tiefer jetzt. Dann haben wir hier zwei tief. Das heißt, die Zombies hüpfen mir dann nicht mehr hier hoch. Dann habe ich eine gewisse Sicherheit, dass die halt nicht von allen Seiten kommen, wenn ich draußen am Arbeiten, sondern meistens dann nur von einer Seite. Kann nochmal 40 Pflastersteine herstellen, das ist super. In dem Sand finde ich natürlich jetzt relativ schnell auf Steine frei. Finde ich persönlich schön.
Ist nicht, das ist gut. Der Gegenstand muss repariert werden, dann reparieren wir den doch mal. So, buddeln wir uns hier doch runter. Ich kann halt. Ja, die Ausdauer ist halt das größte Problem. Weit und breit. Wo ich noch. Das fällt mir gerade mal ein auf der Karte. Ja, sieht man natürlich noch nicht viel. Glaube. Alles, was so dunkelbraun ist, sind. Nebenvorkommen. Ich glaube, sowas hier sind Nitratvorkommen. Da muss man mal gucken, dass man da irgendwie auf dem Boden ein bisschen drauf achtet. Da kann man nämlich noch so Erzvorkommen finden. Du hast nicht genug Ausdauer. Ich kann dieses Wort irgendwann nicht mehr lesen. Ja, die Ausdauer fällt, weil kein Trinken, weil kein Essen, weil jedes Mal, wenn er ein bisschen was isst, der verbaggert das so schnell. Das finde ich blöd. Ja, ihr seht, ich kriege halt auch pro gebauten Block 120 P. Das ist eigentlich die Anfangszeit schon recht viel. Zwei Stück kann ich noch machen. Ja, dann haben wir jetzt zumindest mal so eine gewisse. Ja, wie soll man es jetzt nennen? Einen gewissen Grundschutz. Ist zwar noch nicht viel, aber es ist ein Anfang. Das muss noch weg hier. Ja, das müssen wir jetzt komplett einmal drumherum machen, dann ist zumindest so halbwegs die so halbwegs sichergestellt, dass wir irgendwie mal, ja, wie soll ich das am besten sagen, nicht unerwartet alles kaputt gehauen bekommen. Normal ist Seven Days ein Spiel, was man halt am besten mit 2-3 Leuten spielt. Ich spiele es jetzt gerade im Singleplayer. Ich gucken, wenn ich streame, werde ich es wahrscheinlich auf dem Multiplayer-Server spielen. Das macht eigentlich immer Spaß. Weil da kann einer sich um das eine kümmern, der eine besorgt Essen, der andere besorgt Baumaterialien. Einer baut vielleicht, wenn du genug Leute hast. Ich muss aber auf jeden Fall jetzt gleich mal rumlaufen in der nächsten Folge. Ah, das ist dunkel. Und guck, dass ich mal irgendwann Wasser besorgen kann. Das Problem ist, ah doch, wir haben hier hinten eine Wasserquelle. Das ist gut. Das machen wir noch jetzt schnell. Wir besorgen uns jetzt schnell das Wasser.
Wasser, das wir abkochen können und dann, Zum Kochtopf, wenn ich mich. Bin auch hier richtig, oder? Ja, bin ich. Ah, guck mal da. Wasser ohne Ende. Das heißt, wir nehmen das auf jeden Fall schon mal mit. Ich weiß nicht, ob ich die auch noch voll Wasser parken kann. Ne, kann ich. Gut, das haben wir auf jeden Fall. Dann können wir mal später gucken, ob wir... Kochtopf können wir uns basteln in der Schmiede. Dafür brauchen wir Eisen und Hebe. Das haben wir beides. So rein theoretisch müsste ich alles haben, um jetzt was essen zu basteln können. Das gucken wir jetzt noch rein. Das machen wir jetzt heute. Weil wenn wir das hinbekommen, dann wird der Rest deutlich einfacher. Was brauchen wir für wie heißt das jetzt hier? Gitter. Kochgrill. Da brauchen wir auch Eisen. Okay. Wem habe ich? Eisen müsste ich jetzt gucken, dass ich noch was besorgt habe. Dann wird die Folge heute auch was länger, aber dann ist das mal so. Der Einkaufswagen gehört hier sowieso nur. Scheiße, dafür muss ich jetzt einmal nach oben und einmal nach unten laufen. Fällt mir gerade ein. Und noch ein Scherker. Naja, ein bisschen Eisen kriegen wir da raus. Wir besorgen uns jetzt erst das Eisen von oben. Jetzt machen wir halt von hier oben das Eisen. Und so. Das Lehm nehmen wir noch mit, das Eisen nehmen wir noch mit. Das Wildbrett nehmen wir mit. Den Goldboten, den haben wir noch was zu trinken. Das essen wir direkt noch schnell. Dann haben wir noch ein bisschen Hunger gestillt. Und jetzt geht's runter in den Keller. Zur Schmiede. Die Produktionswege sind gerade ein bisschen lang. Ich weiß. Wird aber noch geändert. Hier ist nicht der Fisch. Oh, nein. So, hier muss ich hin. Und zwar sollst du Eisen einschmelzen. Und Lehm ein. Koch. Lehm haben wir. Eisen wird gerade eingeschmelzt. Das ist gut. Das ist sehr wichtig. 24, 25, 29, 33, gut, das geht. Fangen wir erstmal mit dem Kochdinge an, weil wir dann schon mal das Wasser abkochen können, sobald das fertig ist. Nebenbei schaue ich mal, dass wir ein Lagerfeuer erstellen. Das würde ich einfach mal sagen, bauen wir mal hier rein, das Lagerfeuer. Weil ich alles weggehauen habe.
So, das bauen wir direkt noch richtig aus. Und dann kommt das Lagerfeuer. Dunkel wird es gleich auch. Das heißt, wir könnten theoretisch fast passend zur Nacht die Folge beenden. Sieht das aus? Kann ich mir noch Grill basteln? Kann ich fertigen? Super, Leute. Der Rest, ein Amboss, kann ich nicht machen, weil es mir fehlt. Ein Gasebalg, den schon hin. Den würde ich. Ja, der fehlt mir noch, glaube ich. Ja, fehlt. Schade. Aber man kann nicht alles haben. Wir haben heute auf jeden Fall schon mal wieder was geschafft. Das hier rein. Dann brauche ich das wieder. Das nach hier. So. Jetzt können wir eigentlich, müssten wir es können, gekochtes Wasser herstellen. Geil. Und was können wir noch? Die Hotdogs, Soße, Stern. Na gut, die sind noch alle gesperrt, aber ihr seht auf jeden Fall, echt jetzt, drittes Fleisch brauche ich auch noch. Egal. Für ein gekochtes Fleisch brauche ich 5 Stück Fleisch. Das ist schlecht. Na egal, das kriegen wir noch hin. Fakt ist, wir haben auf jeden Fall schon mal das Wasserproblem gelöst. Die Pilze nehmen wir noch mit jetzt Tage. Ich würde sagen, das war es auch schon wieder für heute. Es ist dunkel, das heißt quasi die nächste Folge jetzt gleich wieder da ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die eingeschaltet haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Wie gesagt, Abo, Like, damit unterstützt ihr mich. Ja, wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ich würde mich eigentlich ganz gerne jetzt irgendwann mal weit hier runterbuddeln irgendwo, dass wir relativ weit unten uns niederlassen können, wo wir halt auch noch ein bisschen geschützt sind. Das gucke ich aber, wie ich dann die nächsten Folge mit anfange. Ich würde auf jeden Fall sagen, bis zur nächsten Folge, macht's gut, bis dahin, tschüss, easy.